So, meine lieben Dekohasen, da bin ich zum neuen Jahr 2024, unsere erste Deko-Sprechstunde. Meine lieben Dekohasen, ich hoffe, ihr seid gesund und munter reingerutscht. Habt es euch zu Hause gemütlich gemacht oder wart irgendwo nett eingeladen, habt auf jeden Fall eine gute Zeit gehabt. Seid hoffentlich auch alle gesund. Wer nicht, dem schicke ich natürlich ganz liebe Genesungsgrüße und gute Besserung. Macht es euch einfach zu Hause gemütlich, dann genießt man umso schneller. Weiß ich aus eigener Erfahrung und euch drücke ich die Daumen. So, und freue mich über jeden, der heute unsere erste Deko-Stunde in dem neuen Jahr zusammen mit mir begleitet. Und seht zuallererst die Brigitte. Ganz liebe Grüße an dich und gesundes neues Jahr. Carola, gleich als nächstes. Super, wunderbar. Danke für euren tollen Hamburg-Kalender. Der Bodo hat sich übrigens auch sehr, sehr gefreut. Auch gesagt, wow, ganz tolle Bilder, also großartig, kriegt einen Ehrenplatz bei uns. Ilona, grüß dich, Clarissa sehe ich, Manuela, Hallöchen, Jennifer und Andrea, ein gesundes neues Jahr für euch, ihr Lieben. Hallo, liebe Sandra, frohes neues Jahr, Ingrid, guck mal, ganz viel Glück, ganz viel Gesundheit, ganz viel Freude, ganz viele tolle Momente und die werden wir uns auf jeden Fall schaffen, das ist ja mal glasklar. Hallo liebe Irene, hallo Bärbel, Ilona, Cornelia, Dagmar, ihr Lieben, ein gesundes neues Jahr, meine Dekohasen, liebe Claudia, auch an dich ein schönes neues Jahr. Marion, gerade eben noch schnell ein Foto gesehen, habe es gar nicht mehr geschafft zu liken, weil ich war ja kurz einen Moment zu spät drin. Man ist ja immer so abgelenkt, wenn man erstmal bei Facebook drin ist, ne? Dann sieht man das Bild und dort und guckt und guckt. Ja. Aber ich gucke mir nachher nochmal alles in Ruhe an, dann habe ich ja ein bisschen mehr Zeit, denn ich habe natürlich einiges vorbereitet für uns und auch ein paar Neuheiten, ne, damit wir schön in den Frühling starten können. Es wird also richtig schön frühlingsfrisch. Hallo, liebe Karin, Annette, Jennifer, Melanie, Gabi, ein gesundes neues Jahr, meine Lieben. Cornelia, super, dass ihr da seid. Hallo, liebe Sarah. Genau, alles Gute nochmal nachträglich. Du hattest ja gestern Geburtstag, liebe Sarah, so ganz frisch im neuen Jahr. Unser erster Dekohase, der sozusagen im neuen Jahr Geburtstag hat. Und an der Stelle auch nochmal alles Liebe, alles Gute nachträglich. Viel Gesundheit, viel Glück, viel Liebe, viel Freude und weiterhin so viel Dekospaß, wie du es bislang hast. Und verwöhne uns gerne weiterhin mit deinen tollen Fotos. Wir freuen uns. Sehr schön. Ahoi, lieber Michael. Genau, gerade hatte ich es gesagt. Vielen Dank nochmal für den tollen Kalender. Auch Bodo fand die Fotos sehr, sehr schön aus Hamburg. Und schwupsdiwupsdi waren wir dann auch schon in Hamburg. Also ein tolles Geschenk, was ihr uns gemacht habt. Freuen wir uns sehr über den tollen Hamburg-Kalender. Dankeschön. Bin da, kann losgehen, sagt der Michael. Alles klar, gesagt, getan. Die Wichtigsten sind da, ne? Ich sehe gerade auch Ulrich, super schön. Hallo, Grüße in die Runde, mein Lieber, ein gesundes neues Jahr für dich. Na, dann legen wir mal gerne los. Dann legen wir mal gerne los. Denn zum einen gibt es was ganz Besonderes, was nur ihr heute Abend von mir bekommt und seht und wisst, weil es steht nirgendwo. Ihr wisst natürlich aus jahrelanger Erfahrung, dass ich meine Versprechen immer halte, aber es steht nirgendwo. Denn für unsere Dekohasen heute Abend, wer sich einen frischen Duft reinzaubern möchte ins Zuhause, wer jetzt die Weihnachtskerzen wegtun möchte und sagt, frischer Wind, frischer Duft, gute Laune, es soll was Leckeres sein, habe ich euch ja den Style Your Home Luxury Dream Duft als Wochenangebot gesetzt für diese Woche für 19,90 €. Ja, das ist ja das eine. Aber was das Besondere ist, für alle Dekohasen, die heute Abend bestellen, und zwar nur Mittwoch in der Deko-Sprechstunde, beziehungsweise danach natürlich, ihr dürft gerne in Ruhe erstmal zuschauen. Ja, freue mich ja, dass ihr dabei seid. Aber nur wer heute am Mittwoch, den ersten Mittwoch zur Deko-Sprechstunde, den Duft bestellt, also auch wenn ihr am Freitag bestellt oder sowas, das gilt dann nicht, ne? Sondern nur heute, weil es steht auch sonst irgendwo anders, schenke ich euch den anderen kleinen Duft noch dazu. Und der ist ja auch nicht wirklich klein, das sind 170 Gramm, ja? Also der hat auch schon mal deine knapp 50 Stunden Leuchtdauer oder Brenndauer, eher Brenndauer, weil es ja dann auch vom Wachs herunterbrennt. In auch einem Echtglas,
perfekt für einen Tiramisu-Nachtisch geeignet, darf ich euch sagen. Den Duft in der Geschenkversion, beziehungsweise für einen vielleicht kleineren Raum, ne, damit ihr dann genau den gleichen Duft sozusagen in der ganzen Wohnung versprüht habt, nämlich diesen schönen, ja, fruchtigen Feigenduft, wobei Bodos Geschwister allesamt gesagt haben, es würde nach Passionsfrucht riechen. Vielleicht bin ich schon vorgeframed, weil ich weiß, dass es ein Feigen-Vanille-Duft ist. Aber hey, wenn andere sagen, und das ist ja wichtig, wie man es so selber empfindet, wenn andere sagen, es riecht lecker fruchtig nach Passionsfrucht, dann darf es gerne so sein. Dann darf es gerne so sein. Die Lieblingsdüfte von Bodos Schwester Vera und seinem Bruder Ingo, das darf ich hier mal an der Stelle verraten, gab also Duftproben. Der Duft ist so toll, ich rieche ihn auch schon wieder. Und ich darf aber sagen, ich war ja mit Bodo, ey, das ist schon 2 Jahre her, dieses Jahr brauchst du einen besseren Urlaub mit dem Camper, aber auch mit dem Camper in Frankreich unterwegs und sind da am Strand lang gelaufen, so ein bisschen aber in den Bergen. Und plötzlich, also ne, viele auch Büsche, so ein bisschen spezielle Gewächse auch. Und es war eh so toll, ein sonniger Tag und es war so schön, dass die Meeresluft kam rein und die Sonne strahlte. Und plötzlich bleibe ich stehen und riech so und sag so, Bodo, hier riecht's wie meine Kerze. Und der Bodo, hä? Ich sag, guck mal her, ihr riecht's wie meine Stalliumkerze. Sagt er, ja, guck mal, wo du stehst. Ich so, wo stehe ich denn? Na, an einem Feigenbaum. Ja, botanisch, ihr wisst, ich bin nicht der größte Botaniker und wir pflanzen, naja, aber gerochen habe ich sie. Also, die 170 Gramm Glas-Variante zum selben Stallion Home-Duft, nämlich Luxury Dream, bekommt ihr als Opening für 2024 zur ersten Deko-Sprechstunde von mir noch dazu geschenkt. Wenn ihr sagt, ne, jetzt raus mit dem Weihnachtsduft, alles schön. Bei uns steht tatsächlich auch kein Tannenbaum. Wir haben noch vor Silvester die ganze Weihnachtsdekoration tatsächlich abgeräumt, dass wir als wir Neujahr aus Hamburg wieder nach Hause gekommen sind, tatsächlich alles frisch war. Ich gestehe allerdings, die Style Your Home Kerzen auf dem Tisch stehen noch und die Winterkugeln oben hängen auch noch. Also bis Spaß brauchen wir schon noch, ne? Aber ein toller frischer Duft, nämlich der Feigenduft, übrigens auch der Lieblingsduft von Bodo, weil er sehr schön, ja, Luxury riecht, ne? So elegant, warm, besonders, was du so nirgendwo anders riechst, wobei auch immer wieder die Top, Luxusmarken diesen Feigenduft auch aufgreifen, immer wieder auch ausverkauft ist. Also der ist schon bekannt bei den Schönen und Reichen, ich sag's euch. So, also das ist dazu gesagt, das steht nirgendwo, ihr wisst, aber ich halte natürlich mein Wort. Also für alle Dekohasen, die heute bestellen, gibt's das Glas zum großen Glas dazu geschenkt. Plus, dass sowieso ein Sonderpreis dabei ist. Ne? So. Und jetzt gucke ich nochmal, was ich verpasst habe. Ich war wieder hier in meinem Schwall. Der Duft ist toll. Danke, danke. Ach, das lese ich mehrfach. Okay, danke, Jennifer. Hallo, Angela. Grüß dich, Angelika. Gesundes neues Jahr. So, ganz viele. Ja, toll, dass ihr das auch schreibt. Das ist auch wichtig für die anderen, die den Duft vielleicht noch nicht kennen, dass ihr da auch super zufrieden seid. Deine persönliche Geldvernichtungsmitbewohnerin wird schon ganz nervös. Michael, du hast immer so ein tolles Wort. Ich könnte mich kaputt lachen. Immer lustig mit dir. So. Deine Düfte machen süchtig. Ganz lieben Dank, liebe Bärbel. Hast du heute im Flur angemacht, Maron? Fantastisch, sehr gut. Sehr fein, sehr fein. Hallo, liebe Gabriele. Frohes neues Jahr auch für dich, meine Liebe. Carola als Antwort für Michael. Und das liegt mal nicht an dir. Hat er ganz wuschig gemacht. Sehr schön, witzig, witzig. Ein gesundes neues Jahr auch für euch alle. Na, guck mal, den habe ich ja auch noch ein Stückchen im Camper. Ein bisschen was ist da auch noch. Und eine eiserne Reserve hier im Büro. Sehr gut. Liebe Steffi, ich würde mir einen Kerzenlied mit der Stereo Home Lilie wünschen.
Katzenlied. Das soll bestimmt was anderes heißen, liebe Nikolai, ne? Eine Katzenmedaille Homelilie. So, ich habe auch alles schon weggeräumt. Okay. Liebe Ingrid, gerne, gerne. So, Angelika, du sagst es, gibt es was Neues an Deko? Ja, es geht los. Genau, du sagst es, es geht los, liebe Angelika. Zum einen, womit fange ich an? Schwierig. Mit dem, was ich als letztes online gestellt habe, sozusagen als erstes. Und zwar habe ich zwei Sträuße, einmal mit Vase, einmal ohne Vase, die Veronika in dem tollen Fuchserton und diesem bezaubernden Sonnenscheingelb, wie so Rapsfelder, so richtig schön frühlingssommerhaft, mit 21 Blüten, wenn man das hier mal so einzeln stellt, und die kann man ja so richtig schön auseinanderbiegen, also ein toller, üppiger, schöner Strauß. Und das eine, was ich gemacht habe, ist als besonderer Opener die Glasflasche mit dem Style Your Home Band. Und ich weiß, bei Facebook ist es leider spiegelverkehrt, aber ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen, mit einem goldenen Schriftzug, Style Your Home. Das Band könnt ihr natürlich auch abmachen, das wisst ihr, könnt ihr auch verschieben. Ich benutze das ja total gerne als Haarband, weil da nämlich nichts hinten ist, was ziepsen kann. Das ist nämlich schön komplett vernäht und dann kann ich das nämlich schön in meine Haare machen. Das mache ich total gerne. Ansonsten toll eben auch als Flaschenbanderole und hier der Strauß einmal mit drin, sodass man sich mal ganz schnell so einen frischen Frühlingsstrauß, den man wirklich auch lange im Sommer bis zum Spätsommer hinstellen kann, zack, 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 mal ans Fenster, schön hoch. Gerade wenn man so lange Fenster oder dicke Fensterrahmen hat, dann geht der Blumenstrauß schön nach oben hin. Habe ich euch für 9,90 Euro gemacht. Ja, also einzeln der Strauß 8,90 Euro, da habe ich ihn in Fuchsia. Und für 9,90 Euro kriegt er tatsächlich noch die Flasche mit der Banderole dazu, in Yellow. So, gute Besserung an der Stelle, genau diejenigen, die es gebrauchen können. Ah, verstehe, Nicola, alles klar. Verstehe. Auch eine schöne Idee. Mit dem Strauß hier übrigens kannst du tolle Sachen machen. Der Veronika-Strauß in dem Fuchsia, was nämlich auch neu ist, sind die, ja, wo nehme ich sie mal raus, weil jetzt sieht es eigentlich hier auch noch sehr, sehr schön aus. Passt nämlich auch toll gerade zu dem Luxury Dream Duft. Die habt ihr allerdings schon mal gesehen, aber die gab es noch nicht in dieser Kombination. Und zwar zweimal in der gleichen Größe, 50 cm, der Ruskus in den Pastellfarben. Der war ja letztes Jahr super schnell ausverkauft, deswegen habe ich mir gedacht, den will ich nochmal, weil ich habe da schon tolle Frühlingssträuße gesehen, wo es rein soll. In dem pastelligen Flieder und dem pastelligen Rosé. Und zwar beide zusammen in einer Größe von 50 cm. Was es letztes Jahr gab, waren die zwei einzelnen Farben jeweils in verschiedenen Größen. Ich habe aber festgestellt, die Größe ist perfekt für alle Vasen, perfekt zur Ergänzung, zur liegenden oder stehenden Dekoration. So, sehr schön. Alles Gute genau für euch und gesundes neues Jahr in dieser Kombination. Das passt in die große Vase, das passt selbst in die kleine Vase. Und in der Kombination finde ich auch hier mit der Veronika, mit dem Blumenbund Veronika, auch extrem schön. Und so kann man das sogar nochmal im Wechsel machen, wenn man sagt, man möchte gerne nochmal ein bisschen mehr von diesem pastelligen Ruskus einfach so schön mit reinstecken. Genau. Und dann ist das schon mal auch recht nett, wobei es kommt noch viel, viel schöner, weil wenn ihr den seht, und das ist eine richtige Schau, das ist mein absoluter Lieblingsfrühlingsstrauß, den zeige ich euch jetzt mal. Warte mal. So.
Guck noch mal hier. Oh, Nikola, den Russkurs mega zu schwarzen Rosen gesteckt. Coole Idee auch auf jeden Fall. Liebe Brigitte, ist bei euch Land unter, was die Gesundheit anbelangt? Ich lese hier gerade nur gute Besserung und dass du dich bedankst, dann an der Stelle natürlich auch von mir gute Besserung an auch grundsätzlich, aber auch jeden, der aktuell ein bisschen kränkelt oder Herausforderungen hat, die wir doch dieses Jahr mit gutem Willen, Optimismus und guter Laune vielleicht auch lösen können. So, guckt mal hier, ich zeige es euch gleich näher noch, diesen tollen Blumenstrauß, denn ich habe auch ganz neue Blüten. Oh, Brigitte, sag doch sowas nicht. Du hast doch so ein gutes Herz. Also, toi, 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 alles wird schön. Immer schön entspannt bleiben. Ne? Schönes Zuhause machst du dir ja immer wieder, da kannst du schön entspannen. Und dann schicke ich dir auch ganz liebe Grüße, liebe Brigitte. So, genau, da den gucke ich gleich nochmal, da gehe ich gleich nochmal gerne mit der richtigen Kamera hin. Der ist nämlich so klasse. Gerade auch diese schönen neuen Blüten hier, die sind so zauberhaft, weil die so schön groß sind. Und dann eben der Strauß hier, der Veronika-Strauß, der richtig auffüllt, Russkuss noch mit dabei. Richtig klasse. Das zeige ich euch auf jeden Fall. Hier unten hockt auch schon der Hase mit dem Möhrchen. Auch niedlich, wie ich finde. Und ah ja, genau, hier hinten ist auch der schöne Veronika-Strauß in dem Yellow, in dem Gelb. Ach, mir fällt auf, ich habe gar nicht die Kugeln angemacht. Geht aber auch schön für früher, ne? Habt da auch noch die 50% Weihnachtsaktion, wenn ihr möchtet. Könnt ihr das gerne noch kombinieren? Wie nennen die sich? Glaskugeln, LED, Glaskugeln, Zapfen und Kugel, glaube ich. Und hier unten sieht es auch schon recht gemütlich aus. Schöne Frühjahrsblühe. Na, das gucken wir uns doch gleich gerne mal in Ruhe an, würde ich sagen. Vorher gerne hier nochmal. Macht wieder gute Laune, Steffi. Genauso soll es sein. Genauso soll es sein. Für alle diejenigen, die gerade erst später dazugekommen sind, das besondere Angebot heute für unsere Dekohasen zum Start 2024. Nur in unserer Deko-Sprechstunde heute. Für diejenigen, die das eben hören, ja, und auch bestellen. Der Wochenduft sozusagen, das Wochenangebot, Luxury Style, Luxury Dream Duft, der schönen feigen Vanilleduft, der für viele, wie Bodo Familie sagt, der Passionsfrucht riecht. Ich weiß nicht, wir können das ja, beschreibt ihr doch gerne mal den Duft. Der ist ja in der Aktion für 19,90 € und heute für alle Dekohasen zum Start mit der ersten Deko-Sprechstunde schenke ich euch noch den 170 Gramm Duft im Glas mit dazu. Kriegt ihr also geschenkt für alle diejenigen, die heute sich das bestellen. Und das wissen auch nur die, die das heute machen. Also wenn ihr auch das Wochenangebot irgendwie am Freitag bestellt, dann gibt es das nicht dazu. Die Mädels hier an der Packstraße sind instruiert. Nur für Mittwoch gibt es heute als Start, als Dankeschön, als Begrüßung ins neue Jahr, ins Gemeinschaftliche, wer den Weihnachtsduft wegräumen möchte, wer einfach einen frischen, schönen, ja, geschmeidigen, warmen Duft haben möchte. Der ist schon wirklich ein toller Übergang. Ich finde, das ist ein toller Übergangsduft von dem Weihnachtsduft, von dem Duft vielleicht teilweise etwas schwereren, zu einem sommerlichen Frühlingsduft, der immer noch sehr weich ist, sehr warm umspielen, der immer noch sehr auch gehaltvoll ist, den man richtig auch riecht, ja, selbst wenn nur der Deckel auf ist. Aber sehr bekömmlich, das wissen wir alle. Und einfach gute Laune reinzaubert, die das Zuhause wieder in einen schönen, frischen, gemütlichen Wind so umhüllt. Dann lecker, lecker, sagt Alexander ganz genau. Dann nehmt ihr gerne den. Und heute gibt es noch das 170 Gramm Glas geschenkt für diejenigen, die jetzt erst reingeschaltet haben. Ein gesundes neues Jahr, lieber Alexander, das wünsche ich dir natürlich auch. Chris, grüß dich. Ein gesundes neues Jahr auch an dich.
Ha, dann weiß ich, was ich brauche. Neuer Duft, gute Laune, ein toller Duft. Sagt tatsächlich jeder, wir lieben den auch. Und das zaubert auf jeden Fall ein tolles Wohlfühl zu Hause mit einem ja, wohligen Gefühl, mit einem warmen, mit einem umspielend, umsorgenden Gefühl, mit einem so einem richtig kuscheligen, schönen Duft, der in einen langsam von dem Winter-Move in den Frühling, in den Sommer reinholt. Perfekt also. Tatsächlich kenne ich keinen, der nicht mag. Alle mögen ihn. Riechen nicht alle feige da drin und manche riechen auch Passionsfrucht, wie Bodos Geschwister. Aber alle mögen ihn. Alle von jedem der Favoritenduft. Gerade auch für die Wintermonate. Aber auch für den Sommer. Also Lehrer hat ja den Duft das ganze Jahr über an. Und sagt es aber so, als wenn der alle ist, das ist dann ganz dramatisch. Super traurig, Stefanie, der Duft ist alle. Ja, also. Heute gibt es, wie gesagt, noch das 170 Gramm Glas geschenkt von mir dazu. Genau, also Brigitte, bei so viel guten Besserungswünschen, da kann doch alles mal gut gehen. Du kriegst so viele schöne Vibes, positive Gedanken. Nimm sie gerne auf, nimm sie gerne an und denk immer nur an das Gute und an das Beste und an eine positive und schöne Zukunft. Es ist immer wichtig, dass man auch ja, sich das immer wieder tatsächlich vor Augen holt, immer wieder auch vorsagt, immer wieder auch regelrecht, wie die Ume sagt, auch einredet. Ja? Denn der eigene Wille, der macht schon was aus. Ne? Der kann schon Berge versetzen, weiß man ja immer wieder. Deswegen toll, 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 gute Besserung und alles wird gut. Ganz bestimmt, da glaube ich doch ganz fest dran. Liebe Brigitte und auch alle anderen natürlich, die die ein oder andere Herausforderung haben. Süß, ne, Brigitte? Denke ich doch auch. Ich habe hier noch eine schöne Deko-Idee, denn Ostern ist ja auch schon bald soweit. Du, diesmal ist ja tatsächlich Ostern auch sehr früh, schon Ende März. Ja, das heißt, ja, in 2,5 Monaten ist schon Ostern. Krass, ne? Glaubt man gar nicht, aber es ist so, deswegen schon dran denken. Die letzten Mengen auch unseren coolen Heukranzes finde ich großartig und ihr seht, der ist noch taufrisch, richtig grün, also klasse, was die Qualität anbelangt. Und da kann man natürlich auch ein bisschen mit Farbe glänzen, da kann man auch die Ruskuszweige so ein bisschen mit einklemmen. Man kann schöne Deko-Eier, da habe ich gerade noch mal, weil ich ja weiß, die eine oder andere hat sie sich schon geschnappt. Ingrid war auch dabei. Die Deko-Eier tatsächlich in diesem Schwarz-Weiß-Gold. Das ist ja ein Sechser-Set. Das ist jede Variante ist sozusagen zweimal im Karton. Gold schön mit Glitzerfedern. Schwarz-Weiß-Gold findet sich das immer wieder. Praktisch von jedem sind dann zwei im Set in einem schönen Karton. Kann man dann auch schön wieder verstauen. Und dann habe ich hier gerade zu dem Kranz, auch nochmal, weil wir ja bei der Banderole waren, auch nochmal gesehen, ich habe ja auch das Zweier-Set noch mit den schlichten 3D-Kerzen, mit den zwei AA-Batterien. Wer da also gerne auch nochmal aufstocken möchte, die Banderole kannst du auch abmachen, kannst du hoch und runter schieben. Ne, das ist tatsächlich hier für das Osternest auch nochmal eine schöne Idee, weil die nämlich gerade beide hier gut reinpassen und dann kann man hier vorne schön die Eierchen mit reinlegen, bis so ein bisschen Kopf über und dann passt natürlich passt das Couscous, nee, Couscous sage ich schon, das Couscous, das Couscous jetzt nicht so ideal dazu, aber zum Beispiel könnte man jetzt hier vielleicht auch noch so ein bisschen, kann man auch noch ein bisschen biegen. Die tolle Vase mit den Blüten, so ein bisschen nach vorne, so damit man auch was sieht davon, ganz genau. Das ist ja das Schöne bei Kunstblumen, kann man schön biegen, die können das machen, was wir wollen, ohne dass man sie gleich kaputt macht. So, hallo liebe Kerstin, schön, dass du auch da bist, gesundes neues Jahr, meine Liebe. Hallo Claudia, hallo Dario, gesundes neues Jahr an euch. Also so kann man auch schon mal
ganz nett dekorieren, finde ich. Hier könnte ich jetzt hier noch mal ein bisschen mehr Platz mir schaffen. Dann kann ich das auch noch rein machen. Das ist doch ein bisschen netter. Denke ich doch auch. So. Dann, das finde ich zum Beispiel ganz süß. Wir haben ja die Vase übrigens, wobei das ist ja die rundere, die kommt ja später noch. Wir haben die schmale, die passt natürlich dann schon noch mal ein bisschen besser rein. Da brauche ich nicht ganz so quetschen. Ja, das ist der Vorteil der schmalen Vase. Auch die Variante in Rosé. Dann so, ist das nicht ganz so eng da drin. Wie gesagt, Rosé und Creme in der schmaleren Vase. Und dann, passend war jetzt die Ostereier nicht mehr dazu, aber ganz wunderbar lässt sich der Rosskuss dazu ergänzen. Na, und dann finden wir aber noch die schönen rosa Eier dazu. Das verspreche ich euch. Das verspreche ich euch. Also, rosa Eier von Style Home, die kommen ja dann bei Channel 21, aber erst im Februar. Wahrscheinlich am 18. Wir überlegen noch, wie wir es idealerweise hinbekommen. Aber ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Ganz süß, das hatte die Simone für uns dekoriert. Das wollte ich euch auch gerne zeigen. Einen großen rosa Teller, noch so ein graues Fellchen. Die Windlichter ganz süß mit den Blumenranken. Das ist jetzt hier ein Teelicht drin. Und hier tatsächlich könnte man jetzt sehr gut eigentlich auch den Luxury Dream Duft reingeben. In dem Fall ist es ein Vanille Paradise. Der rosa Vanille Duft mit drin. Mit den auch kleinen süßen Teelichthaltern und ein bisschen Äpfelchen. Das wollte ich euch mal zeigen. Liebe Grüße von der Simone an der Stelle, die das für uns hier dekoriert hat. Auf die Albert Channel freue ich mich schon, sagt die Kerstin. Ja, ich auch. Sehr süß. So, die nächste Kerstin, liebe Stefanie, ein gesundes neues Jahr, das wünsche ich dir doch auch, meine Liebe. Zarte, frische Deko, ganz genau. So, den Blumenstrauß, da gehen wir doch mal jetzt hin, Christina, da gehen wir doch jetzt mal hin. Weil der ist auch, das ist mein Lieblingsstück, der freut mich heute schon den ganzen Nachmittag. Passt auf. Das war aber auch wirklich wieder eine Findungsphase. Das habe ich Sabrina weiß es auch genau. Ich habe nämlich erst angefangen mit, zeige ich euch mal hier, mit den drei Blüten hier. Fruchtstand. Aber tatsächlich wusste ich auch gar nicht, welche Blüten sie genau ähneln. Sie machen aber irgendwie gut Laune. Ingrid, du weißt, du bist immer mein Joker, wenn sowas ankommt. In drei Varianten, also dieses Cremegrün, Rosa und ganz Weiß. Hat aber irgendwie so ein bisschen was von Vögelchen. Einfach von guter Laune, ne? So, und die drei hatte ich dann schon mal zusammen und habe die in die Vase gegeben. Danach, ihr seht es an den Fotos, da könnt ihr es ziemlich gut nachvollziehen. Danach kam der Rosskuss dazu. Ja, den habe ich mir immer so ein bisschen dazu gemacht, ja. Und dann war das schon irgendwie ganz nett und dann kam die Veronika dazu. Die Veronika, der Strauß. Und da hatte ich tatsächlich dann aber auch zwei Sträuße, nämlich einen unten zum Füllen, ich zeige es euch gleich am Strauß, und einen noch weiter oben, weil die anderen Blüten so hoch sind, mit fast 84 Zentimetern, konnte ich mit diesem Strauß auch noch in die Höhe ein bisschen ausfüllen. Und dann kam das. Und jetzt drehe ich euch mal rum, pass auf. Und dann kam das zustande. So. Und das erfreut mich wirklich sehr, muss ich sagen. Denn ich habe einmal hier, ne, diesen Veronika-Strauß unten, damit ist das schön ausgefüllt ist in der Vase. Und dann nochmal nach oben reingesteckt. Das sind also zwei drin. Das wirkt dann auch schon extrem schön buschig. Ja, ich kenne die Blumen. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Ich glaube, es ist irgendeine Art von Knotenblume. Möglich, möglich. Also wenn, dann nehme ich gerne jede Idee auf. Und die sind aber wirklich also so süß irgendwie. Ne? Die machen übrigens auch Geräusche, wie so.
ein bisschen so wie Knallerbsen, weil die auch einander, wenn die so, ist so Styropor drin, machen die dann nochmal so ein bisschen nette, nette Geräusche, aber so fliegen sie ja nicht umher, sondern sind einfach total witzig anzusehen. Die machen gute Laune, die bringen so richtig Lebensfreude in die gute Stube, finde ich. Die machen Spaß. Und dann, gerade wenn du auch alle drei Farben nimmst, ne, macht das auch wirklich Sinn in dem Blumenstrauß. Dann hast du alle Nuancen dabei. Dann hier den Veronika-Bund noch dazu mit ganz vielen süßen kleinen Blüten. Und den Ruskus noch dazu. Da habe ich jetzt ein Set von Ruskus mit drin. Eh kann man auch noch übertreiben, kann auch noch ein zweites Set mit reintun. Das ist mal gar kein Problem. Aber so habe ich erstmal das. Und habe das hier so reingetan. Der Strauß ist ganz toll, Brigitte. Das freut mich total. Ich habe auch große Freude daran. Der bringt mir einfach gute Laune. Hab den nochmal unten auf ein schönes Fell gestellt. Aber ich finde auch selbst mit dem Kranz hinten sieht das echt nett aus. Dann hier unten kann man nochmal die Farben wiederfinden in dem schönen Dekostrauß. Auch mit dem süßen Dekonest. Und dann mit dem Eichen da drin. Die kommen dann später. Und da gehe ich gerne hier nochmal so ein bisschen durch. Denn ich finde auch noch die letzten Tulpen, das sind aber wirklich die letzten in Lila und Creme. Ich sagte die Simone extra nochmal. Da gehen wir schon in die letzten Mengen. Und da passen natürlich auch die fliederfarbenen Vasen hervorragend dazu. Meine Idee, groß und klein in der Farbkombination, finde ich auch total süß. Ganz viele haben sich jetzt auch einzeln das schöne Windlicht, die Vase mit dem Schmetterling gegönnt. Vielleicht auch für den Tulpenstrauß. Hier siehst du die kleinen, hier siehst du mal die großen Tulpen in der Vase. Dass man das kannst du als Windlicht, wie gesagt, schön benutzen, aber auch als Vase. Eine schöne Restwoche auch an diejenigen natürlich, die gerade wieder unterwegs sind, wünsche ich natürlich auch. Also da gerne auch mit dabei sein, das einzelne Windlicht geht auf. Ja, das rosa Ei ist geil. Auf jeden Fall, also hier das auch meinst du wahrscheinlich, oder das hier vorne, ne, mit dem Hasen, da bist du wahrscheinlich geblieben, liebe Sarah. Ja, Cornelia, dein Lieblingsosterei, wo ist es denn? Hast du schon gesehen? Also hier liegt es noch nirgendwo. Deins mit dem, mit deiner Style Your Home Lilie. Das ist irgendwann. Oder hast du es hier, hast du es entdeckt? Das Ei gesucht, ich suche gerade auch das Ei. Also ich habe es noch nicht gesehen. Aber die anderen, die sind nämlich auch richtig toll und passen natürlich auch gut. Oder ach, dein Lieblingsei ist natürlich hier das große Glasei mit dem Hasen, Cornelia. Natürlich, natürlich. Das ist natürlich auch großartig. Und sieht auch ganz, ganz toll aus. Also sehr beeindruckend auf jeden Fall. Das muss man schon mal sagen. Auch in dem Osterstrauß. Hier, Tipp von mir. Da sehe ich nämlich, da sind noch Cremefingerchen dran. Also das kriegst du natürlich gerade auch mit dem feuchten Lappen wieder ab. Denkt aber dran, wenn ihr das dekoriert, wenn ihr fettige Hände habt, das sieht man nachher an diesem angerauten Glas. Deswegen nicht mit cremigen Händen, ansonsten einfach mit nassen Lappen. Dann ist es auch leicht feucht, das trocknet dann wieder und dann ist das streifenfrei. Kleiner Hausfrauentipp am Rande. So. So, sehr schön. Dann gucken wir gerne hier noch. Mal so ein bisschen auch hinten, dieses Frühlings, Deko sozusagen als Gartenzaun gibt es ja auch mit Hasen, wer das mit Hasen haben möchte. Hier seht ihr nochmal sehr gerne, jetzt habe ich hier nochmal den Aufkleber auch drauf, den tollen Frühlingsstrauß in diesem schönen Gelb, wie so ein Rapsfeld, ne, was einfach gute Laune bringt. Also ich weiß immer, wenn Bodo und ich immer am Rapsfeld vorbeifahren. Manchmal halten wir auch an, gehen nochmal spazieren, machen ein schönes Foto, gerade mit dem gelben Hintergrund. Es macht einfach gute Laune. Und auch hier seht ihr zum Beispiel die kleinen Vasen, passt das auch gerne in die kleine Orangen oder in die große Orangen rein. Das sieht doch richtig klasse aus, oder? Oh, ein rosa bestellst du, Sarah? Ja, denke ich, passt auch bei dir richtig gut rein. Das mach sehr gerne.
Und ist auch süßes. Ich glaube, ein, zwei haben wir noch von diesen gelben Fedeboas. Die sind auch klasse. Und hier unten gucken wir gerne auch noch mal kurz. Es gibt auch noch, wenn ihr Beistelltische möchtet, ja, das Dreierset gibt es auch noch. Tatsächlich, wenn ihr da noch ein bisschen was zum Hinstellen braucht, ist das natürlich wieder ganz süß, dieses schöne Frühlingsgesteck. Diese Eier sind aber wirklich riesig. Da es Glaseier sind, sind sie auch schön leicht. Die passen also selbst der Größe trotzdem schön an so Zweige dran und auch an Kunstzweige. Und dann seht ihr hier auch nochmal die Neuheiten, die ich euch letztes Jahr gezeigt habe, mit dem tollen, ja, Blumenarrangements im Glas. Ne? Ähnliches Glas wie das 170 Gramm Glas, ein Stück weit höher noch. Dann habt ihr hier Tulpen drin und Hyazinthen und Maiglöckchen, ein bisschen Feder. Das Ganze ist die Variante in Creme und die gibt es aber auch noch in Rosa. Da seht ihr es hier hinten mit rosa eingefärbten Maiglöckchen, mit den Tulpen, auch den Schachbrett-Tulpen und rosa Hyazinthen. Also ganz, ganz niedlich. Kann man dann kombinieren, auch mit den Sommerblumen. So, Jasmin fragt, warte, das mache ich hier doch mal. Das ist eine gute Frage und das finde ich toll, dass ihr fragt. Das ist doch das Schöne an der Dekosprechstunde, wenn man das zusammen auch mal eruieren kann. Und du fragst, ob man den Strauß in Gelb und in Rot in eine Vase zusammenpacken kann. Ich mache das jetzt mal so. Das Schöne ist, du hast ja hier, guck mal, viele einzelne Zweige. Kannst du das sehen? Viele einzelne Zweige, die du so ein bisschen auseinanderschieben kannst. So kannst du das eine auch ein bisschen so, sozusagen ineinander wursteln. Und guck mal, wie schön das ist, wenn du die so ineinander wurstelst. Und dann hast du so verschiedene Nuancen, mal gelb, mal rosa, mal wieder gelb. Kann ich hier nochmal nach vorne gehen auch. So. Ne? Oh, das ist doch auch schön. So, wo bist du? Hier? Ja. Das ist doch auch ein ganz süßer Strauß. Und je nachdem, wie viel Mühe du dir gibst, natürlich beim Zusammenwursteln, sieht auch toll aus, ne? Aber das finde ich auch. Das finde ich auch. Das gefällt mir auch ganz gut. Und dann nehme ich doch mal hier die große Vase. Die rosane. So. Ach, das ist eine ganz tolle Idee. Danke für die Idee. Und schon wieder merkt man, die Dekosprechstunden sind einfach die Härte und das Schönste überhaupt. Wenn man zusammen dekorieren kann, dann kommen immer noch mal coole Ideen. Und ich freue mich ja auch mal selber, wenn ich so ein paar Sachen zusammenstelle, wie mit dem Blumenstrauß da hinten. Und noch mal was und noch mal was. Und wo ich denke, boah, es wird immer schöner, immer schöner. Und das ist auch was, so ein richtig schöner Frühlingsstrauß mit Gelb und Pink. Jetzt ist es viel besser. Viel besser als die einzelnen. Das finde ich richtig geil. Das macht gute Laune. Genau, liebe Christina. Das finde ich ja toll. Das finde ich toll. Und ich schau mal eben, ob das auch beides zusammen in die Glasflasche passt. So, zack. Na klar. Yippie! Nicht zur Kamera drehen, damit die kurzen Zweige zu uns zeigen. Das mache ich doch, lieber Alexander. Warte, ich mache mal ein bisschen Platz hier. Dann könnt ihr auch mal sehen, genau wie die süßen Blüten auch noch aussehen. Ne, mal ein bisschen dunkler im Gelb, mal ein bisschen heller, changieren, das finde ich auch sehr schön. Hier auch mit dem Rosa, mal ein bisschen dunkler ins Fuchs, ja, rosa, hellrosa. So. Passt gut, ne? Neuer glänzendes Wohnzimmer, Chris. Genau, da machst du nämlich das Ganze so und dann hast du hier noch den schönen Duft und den kleinen kannst du dann auch sehr, sehr gut nochmal in einen anderen Raum packen. Dann hast du nämlich in der ganzen Wohnung den schönen, leckeren Duft mit dabei. Oder du machst es so. Wo sind denn eigentlich hier meine Kerzenstände?
Ach ja, zu Hause. Warte mal. Da unten sind noch welche. Warte mal. Kriege ich hin. Kriege ich hin. Ich muss mal schauen, was ich hier mit meinem Kabel mache. Schwuppidubidu. Dann habe ich den. Ja. So in der Größe ist doch auch ganz schön. So. Kann ich den noch hier oben mit hinpacken. Ja. Sehr schön. Ihr Lieben, so können wir in den Frühling starten. Hier gibt es noch ein kleines Tröpfchen dazu. Das ist alleine tatsächlich auch nur ein Bund. Es gibt ja meine Tulpenbunde immer drei Tulpen im Bund. Und die kann man sich dann auch so ein bisschen auseinanderbiegen oder schmaler halten, wie man möchte. Und die gibt es auch, ich glaube, noch in rosa. In rot habe ich es auf jeden Fall. Und in dem, ja, genau, rosa habe ich es ja hinten in der schönen Vase, in dem Windlicht mit dem Schmetterling, was ich gerade gezeigt hatte. Und dann gibt es sie auch nochmal richtig hoch. Aber die kleinen, die kann man auch hier super in diese Vase. Viele haben ja auch genau diese Vase. Gibt auch noch zwei, drei in diesem schönen Eisblau. Und in hellrosa meine ich und in Creme vielleicht noch. Du mal schauen. Ich glaube, bin mir nicht mehr ganz sicher, in welchen Farbtönen die noch da sind. Aber das wäre auch noch mal eine schöne Größe. Beziehungsweise, was ja einfach auch toll dazu noch aussieht, ist dann hier der Blumenstrauß. So. Auch in Creme. Das ist eine. Oh! Da geht schon wieder los. Oh. Wenn man das, genau, wenn man hier ein Kerzenständer und davor so diese Blümchen. Na, das gefällt mir doch schon wieder. Das. So. Aber der, also die zwei, ne, also das finde ich dann auch richtig toll. Muss ich einfach sagen. Das strahlt für mich gute Laune aus. Das strahlt für mich Frühling aus. Das finde ich eine richtige Schau. Das gefällt mir richtig gut. Vielleicht möchte ich dann hier lieber die rosa. Naja, ich würde halt lieber in rosa nehmen. Aber ich habe natürlich auch Creme, ja? Also, so. Für diejenigen, die es eher in Creme mögen. Die runde Vase, du meinst die, da, die wollte ich tatsächlich etwas später noch machen. Aber zeitnah. Diesen Monat noch. Diesen Monat noch. Oder mal gucken, ich weiß nicht, ob ich es noch diese Woche schaffe. Ich guck mal, vielleicht schaffe ich es ja morgen noch. Vielleicht schaffe ich es morgen noch. Weil das, ne, da hat man dann hoch und schmal zusammen in beiden Varianten, in beiden Farben. Eine schöne Ergänzung. Gezeigt ist gezeigt, Michael, da hast du recht. Das war einfach so, ne? Selbst kreiert den Stress sozusagen. Aber ihr wisst ja, mein Dekoherz liegt auf der Zunge und in den Händen. Wir sehen uns am Sonntag. Ganz genau, liebe Dagmar, du sagst es. Wir sehen uns am Sonntag zu unserem Style Sunday, wie sich das gehört. Selbstverständlich. So starten wir auch wieder ins neue Jahr. Gezeigt ist gezeigt. Dann schaue ich, dass ich das bis Sonntag auch auf jeden Fall fertig habe. Die Blumenarrangements sind, könnt ihr das gegebenenfalls auch zusammen bestellen. Passt ja auch sehr schön zusammen. Ne? Und Sonntag um 11. Wie gewohnt, da beißt die Maus keinen Faden ab. So. Und am 12. und 13. 12. und 13. Januar bin ich dann bei Channel 21. Am 12. Januar um 21 Uhr und am 13. Ich muss noch mal gucken, ich glaube um 12 und um 16 Uhr. Sage ich euch nochmal. Aber sind tatsächlich auch immer die gleichen Produkte, sind nämlich meine Style Home Produkte. Und ja, da übrigens dann Cornelia auch nochmal das Viererset auch zu einem tollen Aktionspreis. Und bis dahin sehen wir uns auf jeden Fall ja nochmal Sonntag und den Mittwoch auch.
Sehr schön. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und toll, dass wir den Auftakt so schön frühlingshaft frisch zusammen auch machen konnten. In dem Sinne genau einen schönen und ja, entspannten Start ins neue Jahr. Hier regnet es ja in einer Sache durch. Also du kriegst ja hier einen Affen bei dem ganzen Regen und es wird immer, ne, trüb, grau. Deswegen tun so Farben einfach total gut. Ne? Die machen gut, deswegen freue ich mich darüber auch so. Je mehr Farbe, desto besser. Raus aus diesem Alltagstrist, rein in schöne, gute Laune Farben und schöner, frischer Deko mit frischem Duft. Und dann geht's raus aus dem Winterblues, rein in die Frühlingsstimmung und zu einem sehr frühen Ostern dieses Jahr. Aber umso besser, können wir schneller dekorieren, was die Ostersachen anbelangt. Und Karin, du sagst es, einen schönen Abend wünsche ich euch. Wir sehen uns am Sonntag. Der Brigitte drücken auf jeden Fall natürlich die Daumen. Genau. Und dass dieses Jahr besser läuft, auf jeden Fall. Alle Weichen sind gesetzt. Und ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall auch an meiner Seite seid, so wie ich an eurer Seite sein werde. So, ne? Wir haben so viel Farbe zu Hause, ich sage nur Tannenbaum. Ja, der ist aber bald weg, lieber Michael. Wir waren schon fleißig. Wir haben ihn schon rausgeschlürt. So, jetzt muss die Farbe rein. Genau, werde am Wochenende die Weihnachtsdeko wegräumen und Frühling reinlassen. Wochenende ist die perfekte Zeit dafür, ganz genau. Ne, viele sagen ja nach dem 6. Januar, nach den Heiligen Drei Königen, spätestens dann darf es dann auch wirklich raus sein. Ich war früher auch nicht besser, weißt du, ich habe ja bis zum Geburtstag von Jörn, der hatte ja am 25. Januar, bis dahin hatte ich, weil ich aber auch keine Zeit hatte, die Weihnachtsdeko stehen gelassen und dann musste weg, weil die Familie kam. Aber heute ist das anders, also da hat der Bodo doch mal einen anderen Drive. Und sagt, nee, ins neue Jahr möchte ich gerne frisch und aufgeräumt und, ne? Und das verstehe ich auch. Das handhaben wir tatsächlich schon seit 4 Jahren. Und ich habe mich da sehr, sehr gut dran gewöhnt, muss ich sagen. Ich finde es toll, ins neue Jahr zu starten und wieder ganz neu dekorieren zu können, zu wissen, die Wohnung ist sauber. Ich kann wirklich wieder aus dem Vollen greifen und richtig schön ins neue Jahr starten. Ja, Cornelia. Ein bisschen Winterdeko, ne, habe ich wohl noch, aber da kann jetzt weiter nach und nach die anderen Sachen kommen. In dem Sinne, ihr Lieben, schönen Start ins neue Jahr, viel Gesundheit und dann sehen wir uns sehr, sehr gerne zum Style Sunday am Sonntag um 11 Uhr. Bis dahin, alles Liebe, ciao.